Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Worlds. Hier sind wir ja in der letzten Folge stehen geblieben. Haben wir das hier schon entdeckt? Ja, haben wir. Und sollten denn hier der Bauersfrau, dieser hier, etwas Schickes bauen. Und zwar hier in diesem Format. Ich wollte mal ausprobieren, kopieren. Damit zufrieden ist, wenn wir das hier ein bisschen mogeln. Zack. Größe. So. Und lang. 10. Wenn wir das nämlich kopieren, speichern, vielleicht reicht das ja aus. So. Kopieren. Das ist zu groß. Vielleicht drehen. Nein, damit ist sie nicht zufrieden. Okay, dann Mannschaftswerkzeug. Oh, das ist groß. Hoch, hoch, hoch. Was ist das jetzt oben? Ich glaube ja. Okay, dann nehmen wir das einfach. So, das ist ja auch noch weg. Nein, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Kann man das hier kopieren? Wow, da ist was. Den müssen wir fangen. Oh ja. Zack. Das ging schnell. Der hat ein Bauteil für uns. Kleines grünes Monster. So. Eckplatte 4x4. Alright. So. Bauwerkzeug. Wir bauen das Bauwerkzeug. Bauwerkzeug immer noch. Okay, das hat schon ausgereicht. Dann haben wir gerade mal eine Mauer gebaut. Nein, das wollte ich nicht. Entfernen. Sie wollte was zum Wohnen haben. Jetzt kriegt sie was zum Wohnen. Zack. Wollen es natürlich auch schön machen. So, einmal drehen. Runter, 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 runter. Jawohl. Nein. Das entfernen. Das entfernen. Zu platzieren. So. Zack. Das können wir hier entfernen. Eins. So.
entfernen, entfernen, entfernen. Und das ist jetzt so klein hin. Und jetzt rüber. Das ist eins runter. Dann haben sie hier wenigstens ein Fenster. So. So. Schon mal jetzt runter. So. Jetzt sind wir noch eins hoch. Zack. So, hat sie zumindest ein paar kleine Häuser. Keine Ahnung, okay. So, das würde ich so lassen. Erstmal ein Rohbau. So wie es wollte. Oh, da klettert drüber. Oh, da ist ja noch einer. Hat er mit. Ach, wieder nur so ein blödes Bauteil. Komm her. Nein, nicht du. Wo ist er? Wo ist er denn da? Wie soll ich ihn in dem Wasser fangen? Hab dich. Da war's doch. Mensch. Wo ist er denn? Da. Eieieiei. Erst drücken, wenn es weh erscheint. Nicht eher. Wilde Verfolgungsjagd im Wasser. Wo ist er denn? Da. Komm her. Ich weiß, du hast seinen Steinchen schon längst fallen lassen. Echt creepy, die einzufangen. Nochmal. Uns war doch Speed da. Könntest du bitte wieder an Land schwimmen? Ja, genau so. So ist gut. Schön gerade bleiben. Na, wusstest du wohl? Jetzt haben wir dich. Und nie anders. So. Dachplatte. Immerhin haben wir eine Dachplatte gekriegt. Und sogar in dem Rahmen angegeben ist. Ich habe dir doch was gebaut. Willst du mich verarschen? Das passt dir mal wieder nicht. Weiber. Gut, dann bauen wir noch eine Runde. Hoch, rüber. Wer hätte das wissen können, dass der das nicht passt? Boah, muss ich mich verarschen, oder? So.
passt sie oder was? Jo, dann reden wir mal mit der. Jo, ich bin fertig. Hat er mit. Eine Brezel. Ich hab geklappt, wir haben eine Brezel bekommen. So, reden mit einer Kuh. Hilfst du mir, die Kühe und Schweine in ein neues Gehege zu bringen? Okay, dazu brauchen wir aber eine braune Kuh und ein Schwein. So, das ist das neue Gehege. Nein. Okay, die hauen alle ab. Wir brauchen eine Kuh. So eine hier. Und dazu brauchen wir einen grünen Apfel. Ach, ist das blöd. Das ist echt blöd. Jetzt brauchen wir so eine Kuh. Anderweitig können wir das gar nicht machen sonst. Hier scheint noch irgendwas zu sein. Eine Schatztruhe, so wie es aussieht. Können wir die erreichen? Direkt vor uns. Na komm. Kleiner schleimischer Lumpdo. So, reißen wir hier mal ein. Hier müsste irgendwas sein. Wir schauen mal. Ja. Ah. Autsch. Hier muss irgendwo was sein. Weiter ein. Boah. Was bist denn? Ein Fisch? Sehr schön. Fisch auf dem Trocknen gelegt. So. Schatztruhe haben wir aber immer noch nicht gefunden. Nein. Runter wollte ich. So. Wo ist denn hier die Hilfslinie? Mal hochklettern. Klettermeister sind wir ja. Ach, wir haben noch so viel hier zu entdecken und zu machen. Und das nur allein auf dieser Insel. Und die Welten werden noch größer, umso mehr Steine wir sammeln. Nicht. Hier ist so eine Hilfslinie. Na, wisst ihr, wo die lang führt? So. Fangen wir mal an, hier drüben zu graben. Vielleicht hilft uns das ja. So, jetzt sind wir hier beim... Oh! Wassereinbruch. Yeah, wir können schwimmen im Wasserfall. Und Schuss runter. Nein, halt dich fest. Okay, keine Ahnung, wo die Schatztruhe sein soll. Ein übelstes Loch hier gebuddelt. So, weiter drüben. Hier soll irgendwo eine Schatztruhe sein. So. Haben wir die schon entdeckt? Ja. Dann lassen wir dich weiter schlafen. Autsch. Komm, wir graben mal teil. Wir graben mal tiefer. Irgendwo muss ja die Truhe sein. Nicht, dass
die übelst tief verbuddelt ist. Da! Da ist er! Wir haben sie! Jawohl! Goldene... Oh, eine glitzernde Goldtruhe. Achso, so rum. Wir haben sie gefunden und... Mal schauen, was wir kriegen. Hoffentlich ein goldenen Stein. Nein, eine Platte, 4×8. Dafür haben wir jetzt gegraben. Sehr schön. Halleluja. Was für ein Loch wir hier gebuddelt haben. Na ja, gut, immerhin haben wir uns den Tunnel gespart und da scheint immer noch mehr zu sein. Komm mal. Die Herausforderung nehmen wir an. Heute buddeln wir nochmal nach Schatztruhen. Wenn die uns hier gerade so schön angezeigt, dann her damit. Wir reißen hier alles ein. Nein, das ist die volle. Kurz davor. Wir sind kurz... Oh nein, so tief wollte ich eigentlich jetzt nicht buddeln. Na gut, doch. Da ist die Schatztruhe, wir haben sie gefunden. Noch tiefer. Tiefer geht es ja schon fast gar nicht mehr. Ich hoffe, das lohnt sich. Einen goldenen Stein hätte ich gern. Was bist du denn? Steht noch nicht mal da. Hier soll noch irgendwas sein. Gehen wir mal gucken. Was bist du? Ach, Zyklop. Also nichts Wichtiges. Den lassen wir mal sein Ding machen. So. Zwei Schatztruhen wieder gefunden. Eieiei, was für Löcher hier gebuddelt. So, hier. Nach oben, genau. Also unterirdisch ist es immens groß. Oh, und ich sehe den goldenen Stein. Ich sehe den goldenen Stein. Come on, schnell. Wir brauchen goldene Steine. Uns wird wieder einer angezeigt. So, wo? Nö, da? Ach, nicht wieder schwimmen. Es kommen ganz schön viele solche grünen Monster hier. So, du willst wieder an Land, bitte. Ich muss dich besser fangen. So. Nee, ich wollte mich nicht wechseln. Jetzt sind wir in der Vogelscheuche. Nein, reden wollen wir auch nicht. Zack. Gib mir das Bauteil wenigstens. Ja, damit. Krieg ich's? Jawohl. So. Das Schöne war ein goldener Stein. Bietet uns keine an. Ist der andere goldene Stein auch wieder weg? Oh, schwer narrisch. Hat man mal endlich was? Verschwinden sie wieder einfach. Aber dem können wir helfen. Mal sehen, was wir da kriegen. Schafe und Schweine. Ja, damit. Was auch immer. Eine Torte. Ist das jetzt dein... Achso, das ist der mit den Äpfeln. Wir haben die Äpfel noch nicht entdeckt. Hier soll auch noch eine Schatztruhe sein. Genau hier. Natürlich unser hilfreiches Werkzeug. Irgendwann werden wir die Truhe schon sehen. Scheint soweit richtig zu sein. Uiuiuiui. Was ist das hier für ein Buddelding? Runter. Ein Schaf. Die Truhe soll hier noch irgendwo sein.
Simmelse, ja. Wir suchen weiter. Da ist er. Wir haben sie. Jawohl. Den nehmen wir natürlich sofort mit. Wow. Und wieder eine gerade Straßenplatte. Eieieiei. Jetzt sind wir noch weiter. Die wollte ich eigentlich nicht rein. So, ich wollte oben eigentlich mal weiter forschen. Nämlich wir brauchen die Äpfel. Jetzt müssen wir aber oben sein. Wir verlieren ständig unseren Kopf. Warum auch immer. Klettern können wir aber wie die Rosen. So. Diese Entdeckungstour war auch wieder erfolgreich. Halleluja. So. Fleischkisten. Jawohl. Stück Fleisch wieder entdeckt. Und, jawohl. Noch ein Stück Fleisch. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Die müssen wir entdecken. Jawohl. So, grüne Äpfel. Jetzt brauchen wir noch so eine Kuh. Oh, come on. Die wollte... Ja. Die wollte einen grünen Apfel haben. So. Wo sind die? Entdeckt haben wir's. Ihr wollt mich rollen. Wir haben den Apfel doch entdeckt. Wo ist der Apfel? Da kommt schon wieder so ein kleiner. Na, komm mal, nein, nicht rein. Komm mal, her damit. So. Die Platte nehmen wir an uns. So. Gras, 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 was bist du? Nein. Strauch. Aber was für ein Strauch weiß auch keiner. Apfelbaum grün. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. So, kann man die jetzt eigentlich pflücken? Ja, wir haben einen grünen Apfel wenigstens. Damit können wir uns eine Kuh holen. Noch einen grünen Apfel. Jetzt geht's los. So. Und hier steht noch einer. Hat er mit. So, und die Zombies, die wollen Stress. Na, what's up? Schade. Echt schwer zu treffen. Naja, wir kommen eh wieder raus. So, dann würde ich sagen, wir suchen uns mal eine braune Kuh. Da. Hoffen, dass die jetzt einen grünen Apfel will. Jawohl. Sehr schön. Reden. Ja. Her damit. Dankeschön, liebe Kuh. Nein. Ich möchte sie nur entdecken. Braune Kuh. So, dann können wir nämlich jetzt zurückflitzen. Noch soll noch eine Schatztruhe sein. Ach, ich war blöd.
Oh, und die Kuh rennt wieder uns hinterher. Weil wir so lieb waren zu der Kuh. Jawohl. Genau, hier ist die Scheune. Zack, 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 zack. Zack. Reden. Hilfst du mir, die Kühe und Schweine in ihr neues Gehege zu bringen? Na, aber sowas von. Entdecken. Tiere. Und eine braune Kuh. Na damit, was du auch immer für mich hast. Goldener Apfel. Jetzt hat die wieder was. Oh, und jetzt hat sie einen goldenen Stein für uns. Meine Tiere haben einen großen Durst. Da wird ein Wasserturm sicher Abhilfe schaffen. Okay. Entdecken. Hat man das nicht schon mal, einen Wasserturm? Wasserturm. Schalt mal frei. Kriegst du natürlich. Direkt neben der Scheune, würde ich sagen. Und wir haben einen goldenen Stein mehr. Sehr schön. Drei Aufgaben schon für die erlöst. Gelöst, was du gesagt. Und jetzt will sie auch nichts mehr mit uns zu tun haben. Können wir nicht? Wir konnten doch. Inventar. Ja. 20 brauchen wir für die Laterne. 15 für die Kamera. Komm, ich will meinen. Hallo? Ich will meinen Bonus haben. Oh. Wieso geht das nicht? Oder wir müssen das erst in den. Was will der denn haben? Reden. Wenn du mir noch etwas Obst bringst, gebe ich dir eine Leckerei, die ich gerade gebacken habe. Okay, da haben wir nicht irgendwelche Kirschen. Bestimmt, wenn wir die ganzen goldenen Steine noch nicht drin haben, dann hauen wir die mal rein. 16 Stück haben wir dann insgesamt. Ein mehr als wir brauchen, um weiterreisen zu können. Aber hier gibt es noch so viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wann wir das alles machen wollen. Dann kommen noch zwei. Zack. Wow. Und wir haben die Laterne, die Kamera gekriegt. Sehr schön. Gedrückt halten. Ah, so können wir den Kameramodus. Wow, was bist du denn? Fotoschießen. Okay. Nice. Ach, ein Händler. Hallo? Achso, nein, das wollte ich nicht. Die Händlerin durchstreift die Galaxie auf der Suche nach Entdeckern, die eine Vielzahl verschiedener Gegenstände benötigen. Manche davon sind ziemlich selten, aber alle sind sie ziemlich teuer. Sie könnte haben, was du suchst. Taschenlampe, sehr nice. Okay, Leben kostet 100.000. Gras hat man auch viele, die Gras wollten. Das Schwein könnte man alle zu glücklich zufrieden machen. Oh, die schlafen jetzt. Okay. Was ist jetzt Pink? Was heißt denn Pink jetzt? Kann mir das jemand sagen? Was heißt, warum ist denn die Markierung jetzt Pink? Heißt das erledigt oder? Vielleicht wisst ihr ja, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Warum jetzt hier pinke Punkte auf meiner Karte sind. Okay, Türkis heißt es, der Händler. Okay, dann würde ich sagen, haben wir ja wieder etwas geschafft heute. Kann man dich noch entdecken? Nein, haben wir schon entdeckt. Sehr schön. Dann würden wir in der nächsten Folge fortfahren. Dann auf der Suche nach vielleicht noch weiteren Äpfeln. Grün haben wir, rot bräuchten wir. Gefällt mir so nicht. Das ändern wir noch. Wir bleiben dabei. So. Und werden nochmal überprüfen. Ich habe gehört, dass man nämlich, wenn man als Astronaut hier schwimmen geht, braucht man ja,
keine Luft anhalten oder neue Luft holen. Das werden wir natürlich überprüfen. Komm hier, Ziege. Wir sind ja mal nicht so. Hier können wir dich entdecken. Wieder ein Tier mehr entdeckt. Okay, das sind Möhren. Was passiert, wenn ich den Apfel schlage? Haben wir eine Möhre eingesammelt? Schön, das funktioniert also auch. Was bist du? Keine Ahnung. Okay, ja, wie gesagt, dann machen wir an dieser Stelle dann bei der nächsten Folge weiter. Schauen wir noch, ob wir die anderen Äpfel finden oder auch die Kirschen. Irgendwo soll es hier wahrscheinlich auch Kirschen geben, oder? Die gibt es dann auf einem anderen Level. Ja, eine Fledermaus. Sehr schön. Erwischt, würde ich sagen. Na ja, ich will schon freischalten. Super. Sehr schön. Ja, wir machen hier einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Und hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin verabschiede ich mich. Und sage mit dieser kleinen süßen Ziege hier im Hintergrund, die uns sehr schön verfolgt. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.